Servus Leute, grüßt euch, da ist wieder euer Christian. Heute gibt es wieder ein neues Video, worum es um Maultrommeln geht. Heute werde ich nicht viel vorspielen, sondern ich dachte mir, in dem Video stelle ich einfach mal einen Teil meiner Maultrommelsammlung vor. Ich habe sehr viele Maultrommeln, deshalb weiß ich nicht, ob ich überhaupt alle vorstelle, aber ich werde auf jeden Fall die vorstellen, wo einfach ein Stück weit höherpreisiger sind und die, wo ich einfach gern spiele. Ich weiß nicht, ob es ein Video, zwei oder drei Teile werden. Ich mache einfach so viel, wie ich Lust habe und wie natürlich euer Resonanz ist. Um das Video nicht noch unnötig länger in die Länge zu ziehen, fange ich einfach mal an. Ich werde zu jeder Maultrommel, die ich spiele, bevor ich spiele, kurz ein Video oder besser gesagt ein Foto einblenden, dass ihr seht, wie die Maultrommel ausschaut. Ich werde dann auch einen Zeitstempel machen, damit man sich durch die verschiedenen Maultrommeln klicken kann, wenn einem nicht das ganze Video interessiert, dass man sich vielleicht nur ein, zwei Maultrommeln anschauen kann. Und ich werde auch immer ein bisschen was zur Maultrommel, zum Schmied sagen, warum ich mir die Maultrommel gekauft habe, was so speziell für diese Maultrommel ist. Und genau, wir fangen einfach mal an. Die erste Maultrommel, die ich euch vorspiele, ist von dem Schmied Dimitri Matsiev. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist eine sehr tiefe gestimmte Maultrommel in F1. Sehr, sehr tief, eher viel melodisches Spiel. Was ich bei der Maultrommel gerne mag, ist ein sehr massiver Rahmen. Das heißt, der Rahmen schwingt eigentlich kaum mit. Die Zunge ist sehr, sehr weich und man kann das richtig gut mit Atem modulieren und das Ganze auch in die Länge ziehen. Ich habe bei dem Schmied, glaube ich, so $120 für die Maultrommel gezahlt. Er ist besser in den tiefen Tönen als in den hohen Tönen. Ich hätte auch gerne noch eine zweite für ihn, nur ist er wirklich schwer zu erreichen, beziehungsweise es dauert teils Wochen und Monate, bis man meine Antwort bekommt. Die nächste Maultrommel, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist von Sergei Bischoff, einem meiner Lieblingsmaultrommelschmiede aus der Ukraine. Ist auch sehr tief gestimmt, ist in G1. Eine meiner Lieblingsmaultrommeln, generell Sergei Bischoff, ein super Schmied aus der Ukraine, hat auch einen sehr schweren Rahmen, ist extrem bassig und schwingt sehr, sehr lange nach. Mit der Maultrommel kann man wirklich alles machen. Er baut gute tiefe Töne, er baut gute hohe Töne. Also unglaublicher Schmied. Wartezeit ist meistens so mindestens ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr, bis man dann die Maultrommel bekommt, beziehungsweise bis sie gefertigt ist. Ein Schmied, der von mir sehr zu empfehlen ist, hat eigentlich weichere Zungen oder ist bekannt dafür, weichere Zungen zu haben. Die nächste Maultrommel, die ich euch vorstellen möchte, ist von Dubrovsky, ist in A1, auch eine meiner Lieblingsmaultrommeln. Dubrovsky ist ein Schmied, der wohl auch für seine Designs bekannt ist. Soundbeispiel in A. Oh,
sehr, sehr langer Nachklang von Dubrovsky. Dubrovsky hat sehr weiche Zungen. Er ist vor allem auch für seine tiefen Töne bekannt. Diese Maultrommeln von ihm kann man wirklich in beide Richtungen sehr, sehr toll spielen. Seine Maultrommeln sind aber oft unterschiedlich, also sie sind unterschiedlich schwer. Ich habe Maultrommeln in A gespielt, die hatten einen schweren Rahmen, wie meine hier. Ich hatte auch Maultrommeln von ihm schon in A, die hatten einen sehr leichten Rahmen und waren bei Weitem nicht so bass wie das Modell, was ich hier gespielt habe. Also ist bei ihm meist so eine Glückssache, was man bekommt. Er ist wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen. Ich konnte diese Maultrommel auch nur durch einen Zwischenhändler kaufen. Genau, aber auf jeden Fall sind seine Maultrommeln sehr empfehlenswert und er hat auch sehr weiche Zungen. Nächste Maultrommel, die ich euch vorstelle, ist von Maltsev, den Schüler vom Chenchoyev. Da spiele ich jetzt diese Light-Variante, also das etwas günstigere Stück, ohne Steg in der Tonart B. Maltsev macht meines Erachtens sehr gute Maultrommeln und hat seinen Meister Chenchoyev meiner Meinung nach schon bei weitem überholt. Das Light-Modell ist ein bisschen weniger bassig, weil es ein bisschen leichter ist. Die Zunge ist ein bisschen fester wie im Durchschnitt, ein bisschen straffer, aber er hat wunderschöne Obertonweiche, weiche Maultrommeln, mit denen man wirklich eigentlich fast alles machen kann. Bis auf Abstoppen. Also ich kann mit diesen Maultrommeln nicht so gut abstoppen von ihm, aber sonst lässt sich wirklich alles top machen an einer Maultrommel, die ich wirklich sehr, sehr gern spiele. Die nächste Maultrommel, was ich euch vorstellen möchte, ist auch eine meiner Lieblingsmaultrommeln von dem Schmied Bygnananov. Ähnelt sehr einer Tarambukin-Maultrommel, hat also eine sehr, sehr breite Zunge, einen sehr stabilen Rahmen und ist wirklich extrem laut. Ist ungefähr eine Stimmung C, C ist. Aber hört selbst. Ein mega geiles Teil, was laut ist und einfach nur fetzt. Also ich spiele es sehr, sehr gerne in beide Richtungen top zum Spielen. Die Zunge ist ultra weich, also weicher wie bei den Tarambukin-Maultrommeln, die wo eine viel, viel härtere Zunge haben. Ich zeige euch jetzt gleich im Vergleich mal das Modell von Tarambukin. Also es ist wirklich baugleich, nur die Zunge ist härter und sie ist ein bisschen höher gestimmt. Hier haben wir jetzt das Modell von Tarambukin, ein bisschen höher gestimmt, müsste D ungefähr sein, D ist. Genau, sieht gleich aus, nur mit einer festeren Zunge. Yeah.
Ja, also ist auch ein brutal geiles Geil, was einfach nur wegfetzt. Also ich liebe diese Art von Maultrommeln. Mit der kann man wirklich alles machen, auch stoppen, in beide Richtungen spielen. Die Zunge ist einfach nur ein Stück weit härter. Deshalb spiele ich diese Maultrommel mittlerweile weniger, wie die Maultrommel, wo ich gerade zuvor vorgestellt habe, weil ich einfach mehr der Spieler bin, der weiche Zunge bevorzugt. Aber Top-Teil, kostet wirklich relativ wenig beim Schmied direkt, 120 Euro oder sowas, und mal eine Maultrommel für ein Leben, wenn man es gut behandelt, weil die sehr massiv gebaut sind. Als nächstes möchte ich euch eine Maultrommel vorstellen von Sergei Bischoff wieder. Wieder eine Leader 85, also das mittlere Modell von ihm. Das sind die Leader 85, die Maultrommeln, die ich am meisten benutze vom Sergei Bischoff, weil ich einfach am angenehmsten zu spielen finde. Man kann alles mit ihnen machen. Die sind schön bassig. Die Leader 70 von ihm, die sind ein bisschen kleiner und weniger bassig. Die hier ist gestimmt in D. 2 und ich spiele es euch einfach mal vor. Sergei Bischoff Maultrommeln in der mittleren und hohen Tonlage super zum Stoppen. Ja, was soll man zu diesem Schmied groß sagen? Wer ihn kennt, wird es wissen. Er macht meines Erachtens Allround-mäßig die besten Maultrommeln. Sehr zu empfehlen, diese Maultrommel zum Kaufen. Die nächste Maultrommel, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist wieder von Dmitri Matsiev. Habe ich euch ja vorhin schon die sehr tiefe Maultrommel vorgestellt. Diese Maultrommel, die ich jetzt vorstelle, ist in AIS. AIS 1 ist ein älteres Modell. Finde ich nicht so gut zu spielen wie das tiefere Modell, was ein bisschen neuer war von ihm. Man merkt einfach, er ist noch ein junger Schmied und er verbessert sich stetig. Genau. Ich weiß nicht, irgendwie schlägt mir bei dieser Maultrommel immer der Rahmen an. Ich weiß nicht, ob er irgendwas falsch gemacht hat, ob ich einfach zu schlecht spiele. Aber ist eine super Maultrommel. Ich spiele es relativ selten. Dann haben wir hier eine Maultrommel von Michailov. Die Maultrommel spiele ich eigentlich selten. Ist eine sehr sanfte Maultrommel. Ich mag eigentlich sanfte Maultrommeln weniger gerne. Er hat eine sehr dünne Zunge, sehr leichten, schmalen Rahmen. Das heißt weniger bassig und ja, eher für sanftes Spiel. Was bei dieser Maultrommel toll ist, man kann sie einfach nur aus dem Stand mit dem Atem ansagen. Wie hört sie sich an? Oh,
Was ich als nächstes vorstellen möchte, ist eine Maultrommel von Tartakov. Eine sehr schöne jakutische Maultrommel. Sehr großer, massiver Rahmen, sehr weiche Zunge, lässt sich top spielen. Ja, die konnte ich jetzt gerade so schnell weglegen, weil es mir einfach so gefällt, die Maultrommel. Also verzeiht's mir. Als nächstes kommen wir, ja, ich würde sagen, zu meiner Lieblingsmaultrommel. Ist ein Schmuckstück, der Schmied stellt kaum mehr Maultrommeln her. Ist ein japanischer Schmied, heißt Metsugi. Eine unscheinbare Maultrommel, aber sie ist so obertonreich, mit ihr kann man alles machen. Es ist eine mega weiche Zunge. Ich habe noch nie so eine flexible, weiche Zunge gespielt. Und das ist mein All-Time-Favorite. Das Tolle ist, man kann sie auch aus dem Stand wieder ansaugen. Wie hört sie sich an? Ja gut, ich glaube, wir belassen es jetzt mal für den ersten Teil. Im zweiten Teil werde ich dann meine restlichen Maultrommeln vorstellen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder was gebracht. Wenn ihr solche Videos, wo es weniger um Spieltechnik geht, nicht so toll findet, schreibt es doch einfach in die Kommentare, dann werde ich das in Zukunft unterlassen. Wenn ihr euch mehr solche Videos wünscht, beziehungsweise wenn ihr euch wünscht, dass ich einzelne Maultrommeln länger vorstelle und länger was dazu sage, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann kann ich das natürlich machen und werde es auch zu jeder Maultrommel einzeln machen.